Ja, klar. Okay. Was? Ah, okay. Kann ich hier rein? Vielleicht damit? Hier? Nein. Hier? Nein. Was kann ich jetzt machen? Mechanischen Herzen? Hier rein? Nein. Ich habe mir gedacht, eher hier rein. Hier? Ne? Herz? Hier? Ich nehme an, eine Energiequelle nützt nichts, wenn sie nicht geladen ist. Ah. Ja, aber das kann ich ja nicht kombinieren. Hier vielleicht? Nö. Wo, wo? Ach, jetzt, jetzt kann. Jetzt geht's. Ja, klar. Eine Scheibe wird mir helfen. Scheibe. Oh, Tatsache. Nein, ein Rätsel. Nein. Info. Verwende die Steuerung unten, um alle Symbole gemäß des Hinweises zu bewegen. Was? Ach so, jetzt verstehe ich's. In der ersten Reihe gehören nur die, in der zweiten nur die Totenschädel, in der dritten nur die Grünen. Alles klar. Nein. So. Nein, so. Nein. Okay, wäre schön so. Nein. Ach. Ach. Warte mal kurz, dann brauche ich so, oder? Dann fahren wir mal kurz hier rüber. Einmal hier rauf. Genau, dankeschön. Warte mal, machen wir das so. Und fahren wir mal hier rüber. Entschuldigung. Nein, ich mache das eigentlich komplett falsch, weil die Totenköpfe können hier und das andere, scheiße. So kann ich eh so rüber. Nein, 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 nein. Dann könnte ich rein theoretisch einmal das so machen. Nein. Ich muss den Totenkopf hier irgendwie wegbekommen. Also das muss ich irgendwie wegbekommen. Wie soll ich denn das schaffen? Warte mal kurz. Da muss ich das einmal komplett so machen. Dann so her. Genau. Dann einmal umdrehen. So, na, das geht auch nicht. Oh ja, das geht. Dann kann ich nämlich so machen. Dann kann ich hier rüber. Kann ich hier runter. Einmal rauf. Umdrehen. Runter. Rüber. Rauf, rauf. Nochmal rauf. Rüber. Drehen. Rauf. Rüber. Runter. Warte mal, ich muss den Kopf da oben wegkriegen. Drehen. Und einmal rauf und einmal so rüber. Genau. Genau. Nein, warte, 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 warte. So wird es funktionieren, glaube ich. Nein. So. So und runter. Rüber. Rauf. Rauf.
Oi. Ich habe jetzt nur gehofft, dass das nicht irgendwie noch in der nicht so gerade alles sein müssen, weil zwei oder drei Symbole haben ja nach unten geschaut und ich habe gehofft, dass das auch so geht, wenn sie nach unten schauen und nicht nach oben. Reanimationskammer. Haben wir schon getrunken kurz. Hungrige Aale! Sieht so aus, als hätte Sebastian es nicht geschafft. Ein furchtbares Ende. Lasse das Wasser aus dem linken Tank. Lasse das Wasser aus dem linken Tank, um Sebastians Leichnam zu bergen. Okay, wie, wann, wo? Oh, ein grüner Schalter. Okay, hier kommt das Herz rein. Vielleicht das hier? Nein. Ah, eine Flüssigkeit, natürlich. Wusste ich's doch. Huch! Jetzt haben wir ein geladenes Herz. Juhu! So wie ich dieses Haus einschätze, verbirgt sich dahinter etwas Abscheuliches. Zum Glück ist das mein Spezialgebiet. Was ist das hier? Okay. Sind das vielleicht Musiknoten? Schließlich gehört die Notiz zu einer Orgeltaste. Ah, das bringt nichts. Ich muss die Maschine natürlich erst anschließen. Ja, natürlich geht das natürlich nicht, weil das haben wir nicht. Nein, ich wollte hier schließen. Aalfutter. Ah ja, das Schild ist eindeutig. Wofür brauchen Sie die Aale? Ich nehme an, für die Elektrizität. Richtig. Gut. Dann gehen wir mal zurück kurz. Geben ihm das Herz hier. Dann bekommen wir ein Kabel. Mit dem Kabel können wir vielleicht hier das anschließen. Ja. Etwas stimmt nicht. Es muss am Kabel liegen. Ich sollte es nochmal überprüfen. Ja, okay. Ich sollte es überprüfen. Nicht angeschlossen. Klar. Schwupsel, Strom und voilà. Jetzt aber schauen wir doch mal, was du mir zu bieten hast. Gut, was haben wir denn da? Hier, das brauchen wir. Das kommt wahrscheinlich hier rein. Dann können wir das aufziehen, bekommen eine Feder. Ja, das ist ein Augapfel. Das ist ein Gewicht. Das müssen wir wahrscheinlich hierher hängen. Hier haben wir noch etwas. 1 von 2, okay. Nein. Was haben wir da? Eine Feder. Wofür brauchen wir? Ah, für die Hand hier, okay. Dann kriegen wir das Gewicht. Okay, dann kriegen wir den Knauf. Den Knauf können wir hierher. Dann haben wir das Gehirn. Das Gehirn können wir hier reinlegen. Dann öffnet sich das Buch. Dann haben wir das hier. Eine Saugpumpe. Brauchen wir die Saugpumpe fürs Auge? Nein. Für was brauchen wir die Saugpumpe? Nur ein Schraubenschlüssel. Das Problem ist einfach zu lösen. Gürtel anlegen, Fuß anheben. Jetzt aber mal ernsthaft Augen arbeiten. Am besten zu zweit. Ja, das weiß ich ja. Hier ist das Auge, aber eine Saugpumpe. Für was sonst? Ah, vielleicht für hier? Ja, natürlich. Für die Gürtelschnalle? Ja. So, dann bekommen wir eine Pimpette fürs Auge. Ah ja. Dann haben wir das Auge. Das legen wir hier rein. Dann kriegen wir einen Schraubenschlüssel. Den brauchen wir hierfür. Und dann kriegen wir den Arm. Für was auch immer. Ein Haken. Okay, für was brauchen wir einen Haken? Vielleicht um das hier hervor? Nein. Hier haben wir schon alles getan. Wir brauchen Aalfutter. Gut, Werkstatt. Was haben wir noch in der Werkstatt? Hier den Code, was wir noch nicht wissen. Kontrollmechanismus. Kontrollmechanismus? Nein. Hier? Nein. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt.
In der Werkstatt, ja. Werkstatt. In der Werkstatt. Hier können wir etwas tun. Was? Habe ich hier irgendetwas übersehen? Wir können hier etwas tun. Die Röhre steckt fest mit einem Haken. Ah, alles klar. Nein. Okay, dann machen wir mal auf. Da bekommen wir einen roten Schalter und einen Mechanismus. Okay, einen Mechanismus hier rein. Okay. Einen roten, einen grünen. Ah, jetzt fehlt uns noch ein blauer. Ah, doch nicht. Ah. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Kapelle. Meine Vermutung, das ist eine Familienkapelle. Es sieht so aus, als wäre ich in einen äußerst privaten Bereich gelangt. Ja, schaut so aus und es ist bestimmt auch so. Das Schloss sieht ziemlich luxuriös aus. Vermutlich trifft diese Eigenschaft auch auf den Schlüssel zu. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann zur Orgel, ne? Hier eine Taste. Was willst du von mir? Zuerst dat, dann dat. Was? Das war jetzt leicht. Aalfutter. Gut, mit dem Aalfutter können wir wieder zurück und nochmal zurück und hier rein und hierher. So, alle, lasst es euch schmecken. Beeindruckendes Feuerwerk. Nun kann ich mir den Stuhl ansehen. Was? Was? Vertausche Teile des Röntgenbildes, um es zusammenzusetzen. Okay, das müsste da hinten sein. Und die zwei müssten so. Und das müsste dann so. Uiuiui. Was? Vertausche die Metallplatten so, dass sich in jeder Zeile und Spalte drei verschiedene Platten befinden. Ach so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Achso, hier. Scheiße, warte mal kurz. Ja, aber das ist ja jetzt. Achso, na, hier 3, 3. Jetzt ist da hier 3, 3. Shit. Hier. Oh. Oh, Schmetterlinge. Nein, bleib hier, Schmetterling. Hier bleiben. Das war jetzt, was war das jetzt da? Das war jetzt ja zu einfach. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Die Röhre war nicht richtig verbunden. Ich muss von vorne beginnen. Wett? Ah, okay, ich muss alle miteinander verbinden, oder wie? Da rein. Was? Alter. So, hier dat, dat, dat. Wähle Rohre aus und bringe sie zwischen den oberen und unteren Behältern an. Drücke dann auf Start. Die Zahlen auf den Gefäßen verweisen auf die Einheiten, die durch die Rohre fließen werden. Alle Einheiten müssen gleichzeitig und ohne Überreste transportiert werden. Wähle Rohre aus und bringe sie zwischen den oberen und unteren. Ah, alles klar, okay. Zwischen denen hier und denen hier. So, warte mal kurz. Wir brauchen drei hier
Oder. Nein, nein, warte mal. Ganz gescheit. So, eins. Das machen wir hier. So, dann haben wir schon hier zwei. Dann brauchen wir nur noch vier. Die zwei hier machen wir hier rein, oder? Geht das? Was haben wir aktiviert? Ich brauche mal das hier. Und das hier so. Und das hier so. Dann machen wir das so und so. Geht das eigentlich rein? Nein. Warum geht das hier nicht so, wie ich es will? Na klar, und hier so. So und ach so. Nach so, warte mal, ich verstehe. Das hier ist eigentlich, ja, wurscht. Ich kann das hier so nicht machen. Scheiße. Das Problem, was ich jetzt habe, ist aber nur, ich müsste hier den Einser hier rein noch bringen und den... Ja, aber das geht auch nicht. Den Vierer muss ich hier reinbringen. Rein theoretisch müsste ich den Zweier, den Einser und den Vierer hier reinbringen. 2, 3 und das haben wir 7 dann aber. Wie soll denn das hier gehen? Oder muss ich, oder warte mal kurz, wenn ich das hier so anbringe und das hier so anbringe, geht das dann hier rein? Ich glaube nicht, oder? Ne, hier geht's ja hier bleibt's ja hier schon. Na wurscht, wir probieren es einmal hier so. Ein Dreier habe ich dann hier und dann habe ich... so und so und so. Dann habe ich hier rein theoretisch 6, hier habe ich 3 und hier habe ich 3. Okay, die sind nicht miteinander verbunden. Jetzt ist aber die Frage, wie mache ich das? Wie schaffe ich das, dass die zwei... Geht das so? Nein. Was? Ja, aber wie soll denn das funktionieren? Ich habe 2 Dreier. Können die... Und ich habe nur hier und hier einen Eingang, oder? Ja. Und hier kann ich nicht bauen und hier auch nirgendwo. Das funktioniert ja nicht. Wie soll das funktionieren? Ich habe ja auch nicht einmal einen... Was? Wie soll denn das funktionieren? Das geht ja nicht. Ich habe außerdem nur einen Dreier. Wie soll das gehen? Wenn ich jetzt den Vierer, sage ich jetzt einmal, ich mache den Vierer, ja? Hoppala, Entschuldigung. Ich mache den Vierer jetzt hier zum Dreier, ja? Wo fließt denn dann das überschüssige Wasser hin? Was zu viel ist. Zum Beispiel. Weil da bleibt ja eine Einheit über. Ich müsste... Also rein theoretisch müsste ich 2 und 1 miteinander verbinden auf 3 und den 3er hier auf 3. Das passt dann. Den 2er und den 4er hier auf 6. Aber hier habe ich nur einen Eingang, hier habe ich nur einen Eingang und hier habe ich die Eingänge. Ich kann nicht einmal sagen, den 1er mache ich hier rein auch mit. Geht ja nicht. Wie soll das funktionieren? Bin ich jetzt doof oder wie soll das funktionieren? Ich habe hier einen Eingang, hier, hier und hier und hier. Und hier kommt Wasser raus, hier kommt, hier kommt, hier kommt und hier kommt. Und ich kann auch die Rohre nicht miteinander verbinden, wie ihr es gesehen habt. Hä? Also, ich meine, ich weiß, was ich hier zu tun habe, aber auch irgendwie nicht. Ich kann auch sonst irgendwie hier in die Kacheln hier das auch nirgendwo miteinander verbinden. Es gibt auch hier nirgendwo, wo ich das miteinander verbinden könnte. Alles ist abgeschlossen hier, die Einheiten. Ja, ich überspringe. Keine Ahnung. Ja. Ach, so ist das gemeint gewesen.
Einfach dann runterfließen lassen. Ja, dann war mein Ansatz eigentlich eh schon richtig im Prinzip. Ja, okay. Ziehe einen Pfad von jedem Aal zu der Öffnung in der Mitte. Verwende alle Kacheln. Was? Okay. Ich verstehe, was du willst. So, den gelben Aal werden wir mal dann so machen. Was? Wieso nicht? Du hast doch gesagt, verwende alle in der Mitte. So, okay, weil ich da nicht in der Mitte geklickt habe. Okay, verstehe. So, den grünen muss ich dann Nein, falsch. Warte mal kurz. So. Nein, warte mal kurz. So. Okay. Und den roten... Ja, den roten mache ich dann so, so und so. Und das war easy. Das war jetzt leicht. Das war's auch einfach. OP im Gange, wie schön.